Hi Leute und willkommen zu meiner zweiten Woche in Korea. Wir haben uns mittlerweile eingelebt, die Uni hat auch begonnen und wir haben uns einen Plan gemacht, was wir die nächsten Monate unbedingt unternehmen wollen. Außerdem haben wir uns vorgenommen, jeden Tag unterwegs zu sein, so viel wie möglich von der Zeit hier mitzunehmen und deswegen war unser nächstes Ziel Hongdae in Seoul. Natürlich haben wir unter der Woche fleißig gelernt, sodass wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das ganze Wochenende unterwegs sind. Es war hier übrigens JKs Geburtstagswoche. Er hing einfach überall, aber ich habe nichts gegen, bin ich ehrlich. In Hongdae kann man ganz gut shoppen. Korea trifft einfach genau meinen Kleidungsstil, nur die Größen sind oftmals sehr klein geraten. Dann hatten Nalin und Namjoon noch kurz ein Date und wir haben uns weiter die Main Street von Hongdae angeguckt. Ich sag euch, die Welt ist so klein. Wir haben uns mitten in Seoul einen Freund gemacht. Das ist unser neuer Freund DK. Er hatte mich irgendwo mal gesehen und wir haben uns direkt gut verstanden. Und das mussten wir natürlich direkt mit Korean Barbecue feiern. Am nächsten Tag habe ich mich noch kurz an Uni rangesetzt und wir sind wieder nach Seoul gefahren. Wundert euch nicht, das sind geheime Zeichen. Diesmal waren wir in Gangnam unterwegs. Wir wollten nämlich zum buddhistischen Boginza-Tempel. Wir waren unglaublich überwältigt. Vor allem ich habe mich sehr heimisch gefühlt und ich musste direkt an meine Mama und ihre Lektion denken. Weiter in der Coex Mall hatte Nalin ihr nächstes Date mit JK. Danach waren wir noch in der Starfield Library, die man unbedingt gesehen haben muss. Und es gab noch die besten Kimchi-Udon-Nudeln, die ich je gegessen habe. Und wenn man sich ja sonst nichts gönnt, haben wir uns auf dem Rückweg noch Krispy Kreme Donuts geholt. First time trying, it was so good. Nalin war direkt in einem anderen Universum. That got her dripping syrup. Ja, aber wir haben sie dann... Ja, what that mouth do? Squeaky clean.